So wird es bei euch aussehen. Ihr habt jetzt eine Szene und ihr wollt jetzt ein Spiel reinpacken. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder, wenn ihr jetzt absolut keine Ahnung habt und ihr wollt ganz schnell machen und so, könnt ihr einfach euren Desktop nehmen. Bildschirmaufnahme. Wenn ich jetzt einen zweiten Bildschirm mache, dann wird ihr nichts sehen, weil bei mir der zweite Bildschirm wird schwarz angezeigt. Fragt mir aber bitte nicht wieso. Und dann habt ihr halt alles, was ihr an euren ersten Monitor seht, wird übertragen. Ihr könnt natürlich, also das ist halt die leichteste Version. Ihr könnt natürlich das auch besser machen. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ja, doch, entfernt. So. Besser geht es natürlich entweder über Fensteraufnahme, weil jedes Fenster, jedes Spiel, was ihr öffnet, ist ein extra Fenster, oder ihr macht ganz einfach Spielaufnahme. Da tippen wir jetzt einfach mal irgendwas rein. Warcraft. Warcraft 3 mache ich jetzt mal, ne? So. Und jetzt sehen wir schon, wir können ein beliebiges Fenster, ist nicht empfehlenswert, wir können ein bestimmtes Fenster auswählen. Wir wollen ja ein bestimmtes Spiel haben. So könnt ihr euch dann auch eine Spieleliste anlegen, wenn ihr bloß eine Szene haben wollt. So, und dann suchen wir das Fenster. Wir haben kein Fenster offen. Wieso? Ganz einfach, weil wir kein Spiel geöffnet haben. Und jetzt kommen wir schon mal gleich zu dem Thema, was ihr beachten müsst. Bevor ihr überhaupt ein Stream startet, macht eine Quelle rein. Und das geht ganz einfach so. Ihr startet irgendein Spiel. Wollen wir das? Warcraft 3. Ihr tappt raus mit Alt- und Tab-Taste. Und ihr geht, macht jetzt Rechtsklick, hinzufügen, Spielaufnahme oder unten Alt Plus, Spielaufnahme. So, jetzt machen wir nochmal. Ihr könnt es natürlich benennen, wie ihr wollt. Und jetzt, wir sehen, beliebiges Bild funktioniert nicht, wird nichts angezeigt. So, wir nehmen bestimmtes Fenster und Warcraft. Und wir haben es drinne. Wir drücken OK und können das Spiel beenden und wir haben es immer noch drinne. Wir gucken nochmal auf Eigenschaften. Wir haben es immer noch drinne. Hier wird rot angezeigt, da das Spiel nicht gestartet ist, beziehungsweise wir das Spiel nicht mehr anhaben. Aber wir haben es uns jetzt gespeichert. Was hier noch beachten solltet, ist, wenn ihr so etwas macht, scrollt runter. Und macht, verwende Anti-Cheat-Kompatibilitäts-Hook, macht den raus. Weil viele Spieler haben Probleme damit, dass die denn einfach nicht funktionieren. Mauszeiger kann man auch rausnehmen, dann sieht man halt euren Mauszeiger nicht mehr. Macht aber keinen Sinn, kann man machen, muss man nicht. So, wenn ihr natürlich so ein Problem habt wie ich mit Diablo 2, dann macht einfach Bildschirmaufnahme, funktioniert auch einmal frei, aber dann müsst ihr wissen, es wird alles auf eurem Bildschirm aufgenommen. So, Medienquellen Aufnahme ist ganz einfach das wie Slap. Nehme ich einfach mal hier rein. Und das funktioniert ganz einfach so. Ihr sucht einfach die MP4-Datei und fertig. Wenn ihr das natürlich permanent nicht immer aus an machen wollt, dann empfehle ich euch Tastenkürzel, aber das erkläre ich auch bei meinem Stream Deck Tutorial. Den werde ich euch unten verlinken. Von Anfang an. Wenn ihr genau wissen wollt, welches Tutorial, das ist in Tutorial 3, wo ich das exakt erkläre. Ansonsten Stream Deck Tutorial, wenn ihr damit überhaupt keine Ahnung habt, guckt euch das bitte von Anfang an, weil viele andere erklären es zu kompliziert, obwohl es ganz einfach ist. Da ihr müsstet nicht
immer hier an- und ausmachen. Ihr könnt es auch einfach anlassen und dann neu starten. Da müsst ihr aber auch einige Dinge beachten. So, was müsst ihr hier noch beachten, wenn ihr Quellen habt? Wenn ihr jetzt ein Spiel habt, wir haben ja eben gesehen, es war ein voller Bildschirm. Wenn ihr natürlich einen zweiten Monitor habt, ist natürlich am besten, dann könnt ihr das Ding in den zweiten Monitor reinschieben und ihr seht, wie das die anderen sehen. Aber nichts geht darüber hinaus, dass ihr euch selber anguckt über einen anderen PC oder Tablet oder sonst was, weil da seht ihr, wie es tatsächlich ist, ob ihr tatsächliche Probleme habt. So. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt einen kleineren Bildschirm, ihr habt jetzt HD Ready. Ihr streamt auf Full HD, habt aber einen Bildschirm HD Ready. Könnt ihr jetzt entweder, jetzt nehme ich mal meinen Standard, könnt ihr jetzt entweder hier mitziehen oder ihr geht rechte Maustaste, transformieren und Bildschirm auf Bildschirmgröße strecken. Oder auf Bildschirmgröße anpassen. Ist bei mir von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Mal klappt das, mal klappt das. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte ein Layout haben, wie mache ich denn das? Ich krieg's nicht so hin. Ihr könnt euch ein Layout selber basteln oder man kann sie auch freie Layouts runterladen. Oder viele Streaming Capture Cards oder Programme haben auch Layouts mit drin. Müsst ihr eins beachten, das Layout alles. Was über das Spiel ist, muss auch die oberste Quelle sein. Das heißt, wenn ich zeige euch das nochmal mit dem Spiel und ich gehe auch nochmal, ach, ich zeige euch das ganz einfach, bei Standard beispielsweise. Ich habe hier Bildschirm, mein kompletter Bildschirm. So, wir warten jetzt mal, bis das Ding da zu Ende ist. Ja, klatschen wir schon weiter. Wir sehen hier meinen Bildschirm und das hier oben ist mein Layout. Ihr könnt den Layout natürlich, euer Layout natürlich auch staffeln. Dass man zum Beispiel, guckt jetzt mal hier oben hin, dass man halt Alt einzeln habt, jetzt sieht es so aus, so. Da kann man auch die Icons wegnehmen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, das Layout sollte immer über das sein, was ihr aufnehmt. Euer Spiel, euer Bildschirm oder sonst was. Weil, wenn nicht, dann passiert ganz einfach das. Zeig euch das. Dann passiert das. Dann habt ihr kein Layout mehr. Ja. Deswegen immer Layout über alles andere haben, beziehungsweise immer die Spiele unter euer Layout haben. Die Spiele müssen immer ganz unten sein. Das heißt, ihr habt jetzt ein Layout oder ein Bild und dann Bild da. So, Layout, okay. Wir haben jetzt das Layout, das heißt das kurze kleine Ding, was ich halt an und aus gemacht habe. So, jetzt mache ich ein neues Spiel. Das neue Spiel wird natürlich neues Spiel, blablabla, schieß mich tot. So, das Spiel wird natürlich oben sein, das heißt, wir ziehen das Spiel ganz unten hin. Die Spiele müssen immer ganz unten sein. Das müsst ihr euch merken. Wenn ihr natürlich ein AFK habt, also so ein Bild AFK, wie ich hier, wo ist das? Sowas. Das dann sollte natürlich über die Spieler sein. Ist logisch, ne? Euer Chat auch. Euer Chat müsst da gucken, wie ihr es haben wollt. Entweder unter den oder über den Layout. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein Layout richtig selber herstellt und umändert und so, mache ich gerne dazu auch noch ein Tutorial. So, jetzt kommen wir zum letzten Thema. Wie machen wir, dass unsere Elgato-Karte oder unsere Streaming-Karte, wie machen wir, dass die auf OBS funktioniert? Also ich kenne das nur mit der PS3 und PS4 und mit der Wii U
Und man muss bei PS3 was beachten. Die PS3 und die PS4 haben HDCP drin. Das heißt, wenn man jetzt die PS3 rein in eine Grafikkarte oder eine andere Capture-Karte reinpacken würde. Das heißt, die HDMI-Stecker in die Elgato und, oder nee, andere Streaming-Box, was ihr habt, und andere Seite aus der Streaming-Box oder Elgato oder sonst was wieder raus zu euren Fernseher, würdet ihr nicht sehen. Das ist HDCP. Da könnt ihr ganz einfach umgehen, indem ihr eine Splitter habt, einen HDMI-Splitter, und der funktioniert ganz einfach so. Da mache ich euch einfach mal eine Zeichnung. Ihr habt jetzt die PS3. Ich gehe jetzt bloß von PS3 aus. Bei PS4 kann man HDCP ausschalten, aber ein PS3 bzw. PS4 profitieren auch auf andere Weise von einem Splitter. So, ihr habt jetzt die PS3 und ihr würdet jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen jetzt die PS4, weil PS4 braucht ja nicht wirklich ein Splitter, weil da kann man HDCP unter der Einstellung rausnehmen. Wir gehen jetzt mal erstmal von der PS4 aus, um euch zu erklären, was der Knackpunkt ist. Und PS4. So, wenn ihr jetzt die PS4, ihr nehmt aus der Einstellung das HDCP raus und ihr geht jetzt damit in euren PC. Und geht wieder raus zu euren Fernseher oder Monitor. Einmal mit F Fernseher. Fernseher. So. Dann habt ihr, weil ihr hier reingeht und rausgeht, habt ihr eine Sekunde Verzögerung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier, beispielsweise bei Call of Duty oder bei Battlefield oder sonst was, hier Ballern drückt, dann seht ihr hier erst eine Sekunde später. Wenn ihr hier noch klickt und ihr seid eigentlich schon auf dem Boden und ne, habt verloren, dann seht ihr das hier als erst eine Sekunde später. So, wenn ihr jetzt einen Splitter habt, ihr packt jetzt den, wir machen das jetzt mal halt zurück. Wir haben jetzt einen Splitter. Wir packen jetzt die PS4 oder die PS3. Es ist egal, weil mit PS3 braucht ihr einen Splitter, ansonsten geht es nicht. Packt ihr einen Splitter. Der hat einen Eingang und zwei Ausgänge. So, der eine Ausgang kommt zum PC und der andere Ausgang kommt zu eurem Fernseher. Einmal mit F diesmal. So, in dem Fall habt ihr keine Sekunde Verzögerung, weil es geht rein und kommt gleichzeitig für den PC und für den Fernseher raus. Es muss nicht erst durch den PC durch und dann zum Fernseher, nein, es kommt gleichzeitig raus. Deswegen ist ein Splitter immer die bessere Alternative, dass ihr dann keine Verzögerung habt, bei der PS3 sowieso, aber insgesamt bei Konsolen, Splitter ist ganz einfach gut, ihr habt keine Verzögerung. Die Dinger sind billig, also ich habe mir meinen bei Konrad geholt, hat 30 Euro, der funktioniert einmal frei, der läuft immer noch einmal frei und ich habe keine Probleme. Und damit streame ich auch und nehme auf. So. Wie machen wir jetzt das OBS eine Elgato erkennt? Ich kann euch das leider bloß mit einer Elgato erklären. Aber die was anderes haben, können es ja bestimmt auch umwandeln auf ihre Streamingbox. Ihr macht jetzt erstmal die Software von eurer Box, also von eurer Capture Card, Streamingbox, oder wie ihr das auch mal schimpfen wollt. Ihr macht von eurer Capture Card jetzt erstmal Programm rauf. Bei mir ist das halt Game Capture AD und müsst installieren. Ansonsten wird die ja nicht erkannt von Programm. So, bei mir sieht das Ding so aus. Ich könnte natürlich auch das Programm zum Stream benutzen, benutze ich aber nicht, weil, guckt mal hier unten rauf, das Ding braucht für Full HD 5 MB Upload. Ich benutze hierbei 3,5, einfach weil ich es kann.
Und wenn ich jetzt hier runtergehen würde, habe ich bloß noch HD Ready. Deswegen ist das hier als Streaming-Karte bzw. als Streaming-Software für mich nicht wirklich gut. Deswegen benutze ich das auch nicht, weil es braucht einfach zu viel und kann zu wenig leisten. Ihr könnt natürlich auch eure Layouts hier, wenn ihr sowas habt, manche haben ja Layouts, könnt ihr dann einfach ziehen laden. Dann guckt ihr halt einfach, wo ihr die installiert habt und ihr könnt die runterladen und könnt die auch für OBS benutzen. So mal als kleiner Trick, wenn ihr das halt nie alles selber machen wollt. So, wie bringen wir nun eine PS3 zum Laufen? Ganz einfach, wir gehen hier hoch. Zahnrad, bei euch wird vielleicht, wenn ihr was anderes habt, ein anderes angezeigt, wenn ihr das jetzt zum Mitnehmen habt beispielsweise. Und dann gucken wir hier, wir machen eine andere. Wir können die Wii U, wenn wir eine Wii U anschließen, Wii U nehmen oder auch andere, das ist eigentlich egal. Ich nehme halt bei PS3 andere. Wir nehmen andere. HDMI Audio ist klar, weil Audio wird über HDMI weitergegeben. Farbraum erweitert. Das anlassen, höchste Qualität und ja, eigentlich alles so ziemlich auf Standard lassen. Da haben wir es installiert und fertig. Bei PS4 könnt ihr PS4 anschalten. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch bei PS4 ein Datei rausnehmen, hat HDCP, das ihr jetzt rausnimmt. Eine Einstellung, was man bei PS3 nicht machen kann und fertig. Jedenfalls, ihr habt es installiert und jetzt wollt ihr damit streamen bzw. aufnehmen. Ihr klickt jetzt hier unten hinzufügen oder rechte Maustaste auf Videoaufnahmegeräte, weil eine Capture-Karte ist nichts anderes als eine Kamera, die das aufnimmt. So, jetzt nehmen wir benennt, wie das Ding heißt, und dann gehe ich jetzt mal. Ach, ich benutze einfach das gleiche Ding. So, und es wird bei euch erst irgendwas angezeigt werden. Vielleicht, wenn ihr Kamera habt, wird Kamera angezeigt haben. Wenn ihr eure Capture-Karte drin habt, dann wird da das Ding da stehen: Capture HD 60 Pro Video. Nein, nehmen wir nicht. Wir nehmen die Elgato Game Capture HD. So, hier könnt ihr auch noch mal eure Konfiguration einstellen. Das Lustige ist hier, wenn ich jetzt hier gucke, hier steht PS3 extra, macht aber keinen Unterschied. Ich habe da mehr Probleme als alle anderen, wenn ich da PS3 einstelle. Und es gilt halt einfach als Kamera. Und dann habt ihr es EVK drücken und ihr habt sie drinne. Was ihr bei einer PS3 bzw. vielleicht auch bei PS4 noch beachten solltet, schaltet immer erst die PS3 bzw. PS4 an und dann OBS bzw. das Programm. Es kann bei PS3 manchmal sein, dass wenn ich das Ding jetzt anhabe und ich schalte die PS3 an, dann sagt da kein Signal. So, ihr könnt damit natürlich auch aufnehmen. Hier gilt natürlich auch das Gleiche. Die Capture-Karte gilt als Spiel, das heißt immer ganz runterziehen, wie ich auch hier gemacht habe. Es gilt als Spiel, dass ihr euer Layout oben habt. Hier könnt ihr natürlich auch das aus- und anmachen, ist klar, ne? So, jetzt kommen wir zu den nächsten. Wenn wir eine Kamera haben, wir wollen jetzt eine Kamera zum Laufen bringen und uns das Grün rausnehmen. Ihr seht hier mein Chroma Key. Ihr seht da ein bisschen, hallo, hier bin ich. Dann geht es ganz einfach. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Face Rig habt, könnt ihr Face Rig machen. Face Rig hat auch einen grünen Hintergrund, das ist dann noch leichter rauszuschneiden. Ihr könnt natürlich hier auch Videokonfiguration machen, was ihr haben wollt. Die Kamera ist sehr gut, der Nachfolger ist eher der Mist. Und dann drückt ihr erstmal OK, weil wir haben die Kamera drinne. So, wir wollen jetzt das Grüne rausnehmen. Wir nehmen jetzt
Filter, Rechtsklick auf das Ding und Filter. Und wir gehen jetzt unter Effektfilter und wir nehmen jetzt Chroma Key. Color Key und Chroma Key ist fast dasselbe, weil Chroma Key könnt ihr halt bloß ein bisschen mehr machen. Da habt ihr halt diese Leiste noch extra und eine andere. Und wir sehen schon, grün ist rausgenommen. So, ich wundere mich gerade, wieso bei mir hier so super rausgenommen ist, weil sonst habe ich immer Probleme, auch beim Stream. Das ist jetzt mal ganz geil. Ich bin überrascht. Ich bin sehr angenehm überrascht. Aber man sieht hier, wenn ihr hier jetzt mal genauer guckt, ich weiß nicht, ob man das exakt sehen kann, ihr seht jetzt hier Pixel, grüne Pixel. Was sagt uns das? Der schneidet das nicht richtig raus. Also machen wir es anders. Wenn ihr jetzt auch eine andere Farbe habt, ihr könnt entweder das machen jetzt mit Vergleich, Glätten, Ähnlichkeit. Da müsst ihr aber aufpassen. Ihr seht schon, dann werde ich mehr zum Schatten. Oder halt hier mit der Farbe ein bisschen rumspielen. Ist halt ein bisschen, was ihr versuchen müsst. Ihr könnt natürlich auch Custom machen. Dann wählt euch die Farbe aus. Ihr macht Ähnlichkeit. Jetzt aber dann ganz runter. Ihr macht Glättung ganz runter. Ihr macht Keyfarbe Split ganz runter. So, jetzt macht ihr Farbe auswählen. Und jetzt klickt ihr einmal hierauf. Und jetzt wählt ihr die Farbe aus. Einmal Klick. Und ihr macht Add Consume Color. Und jetzt habt ihr die Farbe. Natürlich ist das immer so ein Ding mit der Beleuchtung. Das ist aber gerade sehr schön. Hiermit macht ihr die Farbe raus. Hiermit glättet ihr. Würde ich aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Und hier macht ihr die Farbe schwarz-weiß und mehr. Kontrast, Helligkeit, Gamma, Deckkraft ist klar, ne? Ob man durchsichtig wird und so. Hiermit müsst ihr halt ein bisschen rumspielen. Es hat allerdings auch mit Belichtung zu tun, das wisst ihr alle selber. Ihr solltet auch wissen, dass wenn ihr nun einen Raum habt und ihr habt ein Fenster, dass wenn es tags ist und ihr habt Scheinwerfer an, viele Lichter, Studiolichter habe ich auch ein paar, und es wird dunkel, verändert sich trotzdem das Licht. Also das heißt, wartet lieber ab, bis es dunkel ist, dass ihr denn, wenn ihr halt eingeschaltet habt, einfach eure Lampen anmacht und dann braucht ihr nichts mehr einschalten. Ansonsten müsst ihr jedes Mal, bevor ihr streamt oder Aufnahme macht, müsst ihr es neu einstellen. Wie gesagt, funktioniert auch mit FaceRig. FaceRig ist, werdet ihr dann ganz einfach angezeigt. Das werde ich jetzt aber hier nicht zeigen, weil dann müsste ich mir anmelden und dann würde man halt sehen, wie mein richtiger Username ist und so, und dann mische ich mich. Und jedenfalls bei FaceRig ist halt, man sieht eure Figur. Ich zeige euch mal beispielsweise. Wo ist das? Videos, ich habe mal damals was gemacht, ich wollte mal ein Video machen. So, ich habe das jetzt Stopp gemacht, ich mache jetzt mal den Sound raus. So, FaceRig, da seid ihr halt eine Figur, die Kamera nimmt eure Augen, euer Gesicht auf und das kann ich jetzt erstmal hier rausnehmen. Dann lasse ich es mal so. Und dann spricht das Ding halt. Dann könnt ihr halt sowas mitmachen. Das nimmt eure Augen auf, es verfolgt eure Augen und es befolgt auch eure Mundbewegung. So, sowas könnt ihr machen, ihr könnt ihr auch drehen und dann halt wird das halt angezeigt als, also anstatt euch selbst. Und dann könnt ihr halt machen, wie ich euch schon gezeigt habe, einfach dann die Pipette
und das Grüne rausnehmen und fertig, schon so freigestellt und man sieht dann nicht Grünes mehr oder irgendeinen Hintergrund und ihr könnt es schön einbetten im Spiel, wie es halt andere auch machen. So, das war mein Tutorial. Wenn noch irgendwelche offenen Fragen sind, sagt mir Bescheid, wenn ihr wissen wollt, wie man halt jetzt noch sowas macht wie Alertbox oder wie man sich Buttons erstellt oder Ticker, Chats, den TS-Chat oder den Discord-Chat reinpackt. Sagt mir Bescheid. Ich mache auch da gerne ein Tutorial. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.